Willkommen zurück zu Astellia. Am Heiligabend, ja, natürlich 14 Uhr heute, aber habt ihr schon alles vorbereitet für die große Feier oder vielleicht sogar schon heute Abend die große Feier? Ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Wir feiern auch an zwei Tagen immer, also schon heute geht es dann los bei uns. Und zu dem Anlass werden wir nämlich heute mal ein bisschen shoppen gehen, auch im Astellia. Kriegen wir Weihnachtsgeschenke. Zwar erst morgen, aber heute beginnen wir und beenden das morgen. Ich denke, das ist doch eine tolle Idee. Ich habe mir so ein bisschen was gegönnt für den Laden für Sonderangebote. Und ich hatte das ja schon mal so ein bisschen angesprochen, ich will unbedingt die Miezekatze haben. Und ich glaube, dass wir uns die heute gönnen. Es stellt sich natürlich die Frage, welche von den schönen wollen wir nehmen? Ich finde, die passen nämlich gar nicht mal so schlecht zu unserer Gelernten. Die rote finde ich schon eben nicht so ganz putzig. Ich weiß nicht, ob wir die schwarze nehmen sollen. Oder hier die braune. Ich glaube, wir nehmen die braune. Was denkt ihr? Oder schwarz? Schwarz würde natürlich toll aussehen, je nachdem, was sie dann für ein Kleid trägt. Ne? Fällt es so ein bisschen auf, schwarz-weiß. Wenn ich jetzt denke, sie mit dem blauen, schönen Kleidchen oder Skin, den sie trägt, ja, ich weiß nicht. Was machen wir? Schwarz oder braun? Nein, wir kaufen nicht beide. Wir nehmen die schwarze. Kaufen. Möchtest du Black Morimu wirklich löschen? Was? Do you want to purchase this item? Und da fragen sie mich, ob ich das wirklich löschen will. Ich will es kaufen. Wirklich löschen. Unglaublich. Absoluter Übersetzungsfehler. Reittier für alle Klassen. Aha. Du hast Black Miro gekauft. Dankeschön. Ist aber nicht in unserem Tresor. Ne? Das ist, glaube ich, eben dann wirklich nur für... Sagt's mir kurz. Für einen Charakter. Ja, ja. Miau. Ich finde den einfach putzig. Ich weiß nicht wieso. Ich fand lange solche Tierchen überhaupt nicht putzig. Aber die Miezekatze finde ich echt süß. Sie ist schon fast zu groß, ne, für darauf. Oh. Miau. Werden wir sie gleich mal in die Leiste ziehen. Das finde ich so ein bisschen blöd. Gibt es ja auch in Arcage. Es ist ja dasselbe, ne. Man muss die Reittiere im Inventar mitschleppen. Wenn man mehrere hat oder so, ist es ein bisschen doof, ne. Wenn man gerne wechselt, dass das da nicht irgendwie einfach übernommen wird. Aber naja, wir können es nicht ändern. Ja, miau. Und dann starten wir doch unser Abenteuer auch an Heiligabend weiter, denn wir müssen hier mit dieser Sella sprechen. Ich habe davon gehört, wie du die Dämonen in der Arau-Höhle vernichtet und Eurias Centurio zerstört hast. Gute Arbeit, Astellana. Ich möchte, dass du dich im Aurawald umschaust. Wir konnten bestätigen, dass Faye ihre Kräfte als Astellana erweckt hat, aber wir haben ihre Spuren verloren. Hört man Miezekätzchen. Wir müssen die Dämonen und den Karzerkult in Granville ausfindig machen. Und zu guter Letzt werden wir auch Eurya finden. Gib noch nicht auf. Wir müssen weitermachen, Astellana. Ich möchte, dass du dich im Aurawald umschaust. Das Schicksal kann verändert werden, aber das können nur diejenigen, die weitermachen. Wir haben den Kontakt zu dem Boten verloren, der nach Randeliuk aufgebrochen ist, um die Nachrichten über Rakverant zu überbringen. Vielleicht ist Randelio in die Hände des Karzerkultes gefallen. Der Bote könnte überfallen worden sein. Das wäre durchaus möglich, wenn man das Ausmaß der Invasion bedenkt. Bitte überbring die Nachricht an die Silberpfeilmiliz in Randelio. Du musst andere Astels suchen und deine Macht ausbauen. Wir brauchen die Hilfe weiterer Astels, wenn wir Eurya wiedersehen wollen. Okay, Reise nach Randelio. Wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass wir hier zum Besieger Ritter Henrik. Der ist immer noch... Ich verstehe hier diese Quest nicht so ganz. Ich werde die wahrscheinlich jetzt gleich nämlich abbrechen. Was ist denn das? Ein Leitfaden?
weiß es nicht. Wir werden jetzt nach Randalio reisen. Für die Hauptstory mit unserem Miezekätzchen. Das ist ein Glöckchen um. War echt jetzt? Nein! Ich hab mein ganzes Zeugs ausgeblendet, Mann! Is it time to work? Ja, es ist time to work. Seht ihr, was ich sehe? Das habe ich genau, ist genau das passiert, was ich eben schon immer sage, ne? Wenn ich dieses blöde Schloss nicht schließe, ist alles weg von der Leiste. Ich bin so ein Held. Ich bin echt so ein Held. Ich habe es ja schon unzählige Male immer wieder erwähnt gehabt. Ne? Ich weiß, dass ich solche Sachen einfach abschließen muss. So, heiliger Ball fehlt. Dann haben wir... So, also hat sich rüber verschoben. Was habe ich denn vorhin gemacht, Mensch? Das war einzeln und dann... Ach so, Moment. Ah, ist hier noch da. Dann habe ich hier göttliche Berührung. Haben wir... Obwohl, das verlangsamt dann alles auch. Göttliche Ladung. Hier, Erholung fehlt. Das hat es mir rausgeschmissen. Oh Mann, Bro, was machst du wieder für einen Scheiß? Heiligtum haben wir drin. Göttliche Schale haben wir auch. Göttliche Schale hier. Kraft, das ist ein Buff, ne? Heilige Fessel. Ist hier unten drüber, glaube ich. Genau, das haben wir hier drin. Warum? Naja, dann hat es mir das einfach gekillt, ne? Alles klar. So, jetzt abschließen. Das ist dann, wenn ich natürlich hier das alles ausblende, ist dann das Zeug einfach weg. Hier, ich wollte eigentlich hier zum Skygrass gehen. Ich sehe gerade, was ich davon habe. Alles verschoben. Unten ist auch nicht abgeschlossen. So, Miezi. Wir versuchen es nochmal. Jetzt sollte weniger passieren. Ja, da laufen wir jetzt einfach durch. Sonst wird das nix. Hier auch. Liebes Gas, tut mir leid. Das ist echt ein kleines Miezi, ne? Das sieht schon fast so puppenhaft aus. Ich dachte, die ist größer. Oder mein Char ist kleiner. Wie auch immer. Ja, von hier aus. Wir sehen Randalio. Untersuche die Leiche des Boten. Das hatten wir ja schon. Vor 4 Folgen. Wo wir hier kurz nach hinten waren für eine Quest, da habe ich dann offscreen weitergemacht. Und habe euch ja gesagt, dass da noch einige Quests auf uns zukommen werden hier hinten. Jetzt ist es soweit. Also müssen wir erstmal hier dieses... Das ist ein kleines Gebiet. Hier werden wir nämlich dann auch noch ein Astel kriegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und schauen wir erstmal, was die hier zu melden haben. Drachen! Das ist nämlich ganz eine schöne Ecke hier im Spiel. Sammle Informationen auf der Edison Farm. It's been a while since travelers stopped by the farm. There's been a strange noise coming from the barn recently. Ach, hier sind die Quests. Ich dachte, ich würde es mal besser. So, gib mir Kampfsachen. Geh in die Scheune der Edison Farm. Das Gras da hinten können wir alles dann gleich aufsammeln. Erstmal gucken, hier sollte nämlich ein Astel versteckt sein. There's nothing here. Hier ist But nichts. I can feel something strange. Rota spürt seltsame Energie. Atramacht spürt sie. Und jetzt ist sie sich sicher.
entire farm is corrupted, can't you? Da ist sie. Lira! Wow, bist du ein Astalianer? Kannst du mich sehen? Kannst du mich wirklich sehen, nicht wahr? Ich bin so aufgeregt. Ein paar verdächtige Leute waren hier und warfen eine Art Droge hinein. Ich habe mich in der Scheune versteckt, um ihnen eine Lektion zu erteilen, wenn sie wieder auftauchen, aber ich bin eingeschlafen. Sie scheint ein wandernder Astel zu sein, ein Astel der Laute vielleicht. Danke, dass du uns das verraten hast. Aber wenn du ein Astel ohne Meister bist und trotzdem deine Kräfte einsetzt, wirst du für eine irgendetwas, weiß ich nicht. Ich bin für die Sicherheit dieser Bauern verantwortlich und ich habe eine Stimme gehört. Nun, es war nicht gerade eine Stimme. Es war mehr wie eine Resonanz, eine aufrichtige Hoffnung. Ich habe nicht einmal einen Meister und ich kann so kommunizieren. Gib es zu, du bist ein Astalianer. Habe ich nicht recht? Du bist ein besonderes Wesen, geboren mit dem Segen der Sterne. Deshalb habe ich mich durch deine bloße Anwesenheit erholt. Und deshalb fühle ich mich so von dir angezogen. Wow, ich kann nicht glauben, dass ich einen Astalianer getroffen und ihm geholfen habe. Diesen Augenblick werde ich nie vergessen. Ich werde diesen Anlass mit großartiger Musik feiern. Oh, bitte nicht. Edison glaubt, es sei ein Geist in der Scheune. Er könnte die Miliz rufen, wenn er Musik hört. Keine Sorge, alle hier auf der Farm hören seit langem meine Lieder. Und Edison ist wirklich ein guter Junge. Ein guter Junge? Ich sah sogar Opa Edison, als er seinen ersten Schritt machte. Er war süß. Wieder ein gelöster Fall. Wir sollten Edison sagen, dass der Stallgeist tatsächlich Lieder war. Ja, so ist er, unser Edison. Warum sollte ein Geist ihm ein so schönes Lied singen? Wir haben Level Up und kriegen noch eine Fähigkeit dazu. Schauen wir uns gleich an. Göttliche... Nein. Das sieht alles so echt teils mega ähnlich aus. Also für einen schnellen Blick, zum Beispiel im Kampf, finde ich das übelst mühsam, dass das so ähnlich aussieht. Verleiht dem Anwender oder einem Gruppenmitglied den Zustand Beherzt. Beherzt erhöht die Menge an LP, die durch Hilfefertigkeit wiederhergestellt werden. Diese Fertigkeit hat keine Auswirkung, solange Astel-Helfer-Fertigkeiten wie Erlösung oder Hingabe aktiv sind, kann während der Bewegung eingesetzt werden. Okay. Das dauert, aber ich glaube nicht so lange, ne? Benutzungsdauer, nur mal so. Abklingzeit 90 Sekunden, kein Wirken. Das wäre so ein Buff. Leiste gesperrt. Ich mach das mal hier rein. Und natürlich wieder zu. Okay, alles gut. Barista Ranger Edison. Ja, wir werden jetzt mal kurz mit dem sprechen. Über den vermeintlichen Geist, der sich hier im Stall aufhalten soll. Der wird sich wahrscheinlich freuen. Da seht ihr dann jetzt diverse Nebenquests dann. Alles so dicht beieinander, die können wir dann auch gleich machen. Oder vielleicht mache ich es dann auch sogar offscreen. Ich habe von einem wandernden Astel der Laute etwas erfahren können. Und dank deiner Bitte, Edison, haben wir eine neue Freundin gefunden. Ich, Ruta des Zahnrads, danke dir dafür. Eine Astel der Laute? Dann war das Ding, das während der Arbeit dieses schreckliche Lied sang. Schreckliches Lied? Vergiss es, was ich gesagt habe. Mein Vater erzählte mir von diesem völlig unmusikalischen Astel, der uns quält. Ich meine, schützt. Schon seit meinem Großvater hier gearbeitet hat. Wir müssen diese Nachrichten unbedingt nach Frell bringen, aber was brauchst du? Da war dieses laute Geräusch in der Nacht, also ging ich hinaus. Dann sah ich alle unsere Schweine wild aus ihren Ställen laufen. Vielleicht brauchen einige Kiradis ein und zerstörten die Zäune oder so. Ich habe es nur knapp geschafft, alle Schweine wieder einzufangen. Aber ich kann nicht den Stall reparieren und gleichzeitig die Schweine davon abhalten, wegzulaufen. Könntest du die Zaunmaterialien holen und den Stall für mich reparieren? Ja, natürlich können wir das. Glaubt mir, wir werden mit dem Astel, das wir gleich bekommen, das schön singende, schrecklich singende, wie auch immer man es dann sagen will, echt noch was zu tun haben. Und jetzt seht ihr, wir haben hier tonnenweise Quests. Das machen wir aber, glaube ich, morgen.
Ich wünsche euch, wenn ihr heute schon vielleicht so ein bisschen was feiert mit der Familie, ganz, ganz einen schönen Abend und natürlich schönen Heiligabend. Und wir sehen uns morgen wieder bei Astellia. Bis dann. Tschüss. Hallo.